Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Und wir sind am Belaya. Und am Belaya geht es dieses Wochenende komplett heiß her. Die paar Meter, die wir hier haben an Angelfläche, werden dieses Wochenende komplett vermessen. Und zwar nicht direkt vermessen, sondern verangelt, alle Stellen rauf und runter beangelt mit sämtlichen Ködern, die es so gibt. Und eine Möglichkeit hier am Belaya zu angeln ist zum Beispiel schön mit kleinen Ruten und mit, ja, Borkenkäferlarve zum Beispiel. Einfach hier schön entspannt auf Grund zu angeln. Zack, wenn du gerade so Level 12 bist und vielleicht so ein leichtes Angel-Equipment hast, ab, einfach hier vorne hinschmeißen und entspannt mit Borkenkäfer, Larve und Co. Ja, zumindest mit kleinen Ködern, manchmal auch mit Made oder mit Perlengraupenbrei. Oder man kann die auch mit der Stippe ran rumhantieren. Testen wir mal direkt hier so eine kleine Standardstippe mit Caster, sehr gut. Siehst du, 35 cm. Und dann gib ihm, vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar Lauben hier. Ja, und dann geht es los. Wir machen dieses Wochenende dann wieder schön entspannt Team-Spot-Suche. Wenn du Bock hast zum Team-Spot-Suchen, einfach ihr unterm Video ins Discord rein. Da ist der Link zum Discord. Und dann in den Bereich Team-Spot-Suche anmelden. Kurz dem Koboldchen oder Lord Morpheus Bescheid sagen. Die Lümmels organisieren das alles ehrenhaft. Oh, guck mal, Güster, Alter. Die Güster-Trophy fehlt mir noch hier an dem Gewässer. Und, ja, und dann werden Bereiche zugeteilt wieder. Ich meine, hier wird es natürlich dann wild, ne? Viele Bereiche haben wir hier nicht. 1, 2, 3, 4. Oder jeder angelt überall. Ich weiß es nicht, wie die das aufteilen. Oder Bereich 1 und 2. Auf jeden Fall hat man hier viel zu probieren. Oder 1, 2, 3, 4 könnte man auch machen, ne? Vorderseite, Rückseite. Naja. Ausprobieren. Köder testen. Haken testen. Und so weiter. Und natürlich im Spinning-Bereich Spinner testen, Blinker testen und so weiter. Gehen wir mal rüber zum Spinning. Tja, und im Spinning-Bereich gibt es da natürlich auch vieles zu tun und vieles, was man machen kann. Beziehungsweise gerade am Belaya gibt es ja viele Köder, die vielleicht auch gar nicht richtig verwendet worden sind. Unter anderem sowas wie einen Terminator. Die Terminator in 5 cm bis beziehungsweise 3-4 Gramm schwer. Diese ganz kleinen. Auch die kann man natürlich gut verwenden. Und genauso wie die Spinner. Einfach hier diese ganz leichten natürlich auch hier durchziehen. Vielleicht dann hier, ich bin gerade beim Twitchen. Hohe Einholgeschwindigkeit mit Shift. Und dann immer so kleine Umdrehung. Und einfach gucken, was hier so beißt. Zack, und ihr seht, Alter, da ballert sogar direkt was rein. Erste Mal rausgeschmissen. Ich habe gerade nicht damit gerechnet, aber ein wenig gehofft, dass da doch noch ein bisschen was reingeht. Ja. Ballert mir schön. Was haben wir da? Alter. Oh, der hat sogar noch richtig Bock. Was ist da denn, Alter? Ein Rapfen? War das eine Barfu? Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Komm ran hier! Say ho! Da. Alter, fast 2 Kilo Rapfen, Alten. Richtig geil. Rapfen bringt auch richtig gut Cash. Von daher, wenn ihr einen Köder findet, wo der Rapfen drauf beißt, ruhig mitnehmen. Viele ärgern sich ja immer über den Rapfen, weil er halt so kampfstark ist. Und gerade am Belaya, wenn man da mit diesem leichten, ultraleichten oder vielleicht sogar mediumleichten Set unterwegs ist, ballert so ein Rapfen natürlich immer ganz gut rein. Aber wie gesagt, es lohnt sich. Ja, ich werfe direkt nochmal aus. Testen wir mal, ob hier direkt noch einer reinballert. Dann hätten wir schon mal an der Stelle hier an dem Spot einen Köder, der funktioniert auf Rapfen. Zack, da geht der nächste rein.
Also, Terminator in Rot scheint tatsächlich zu funktionieren. Da haben wir schon mal wieder einen Köder, der nicht so ganz standardmäßig ist, ne? Kleine Barfu. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch andere Köder. Also der Punkt ist ja der immer, also speziell am Belaya geht es ja immer darum, dass man mit sehr, sehr feinem Setup möglichst, weil das Gewässer ja so klar ist und so, das heißt, man geht möglichst eben mit Fluorocarbon-Schnur dran. Sehr kleine Köder nimmt man mit Puschelhaken im Idealfall und dementsprechend ja, kann man hier halt am besten angeln, wenn man eine Light- oder eben Ultralight-Rute hat. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Das Wichtige ist, wenn ihr euch eine Rute kauft oder zulegt. Es gibt ja ein extra Video schon zum Belaya-Set, was ich da empfehle. Aber eine Rute mit einem Wurfgewicht, na, ich sag mal alles so im Bereich von 3 Gramm, das wäre eigentlich ideal. 4 Gramm ist noch so okay, aber über 4 Gramm Mindestwurfgewicht wird jetzt schon wirklich langsam eng. Da ist es dann schon ein bisschen knapp. Der Punkt ist einfach, dass man diese kleinen Köder eben auswerfen muss. Und tatsächlich, wenn man hier startet, kann man auch mit der leichten Corona S60L, mit der Standard Spinning-Route, die man gratis am Anfang schon bekommt. Tragfähigkeit 2,5 Kilo. Da hätte der Rapfen von gerade eben schon richtig Party drauf gemacht. Ich tue mal hier die Spark drauf und dann haut man da eine kleine dünne Schnur drauf. 2,3 Kilo. 2,5 Kilo. Ist natürlich ein bisschen tricky, das Ganze. Aber kann man machen. Kann man machen. Nehmen wir mal Rot. Rot hat ja gerade funktioniert. Und ihr seht, ja, auch damit kommt man ganz gut weit raus. Und da muss man hier so langsam... Jetzt habe ich gerade nur Monoschnur drauf. Ich bin gespannt, ob das klappt. Und ob da etwas anbeißt jetzt, ne? Vielleicht könnte ich noch ein Fluorocarbon-Vorfach dran machen. Erhöht vielleicht dann doch nochmal die Chance auf einen Biss. Aber theoretisch, wie gesagt, du kannst hier selbst mit dem... Ich könnte sogar den Starter-Spinner drauf machen. Den Ersatz-Spinner. Wo ist er? Hier ist er. Zack. Kleiner Starter-Spinner mit einem etwas besseren Puschelhaken. Der ist schon drauf. Also ein hochwertigerer Haken ist dran. Und den ziehen wir jetzt einfach schnell durch hier. Und dann hoffen wir, dass da ein bisschen was geht. Ne? Zack, und ihr seht, da ballert schon was rein. Erster kleiner Fisch am Belaya auf 0815 Set. Ist nicht groß. Aber immerhin ist es eine Barfu. Die anderen waren gerade auch nicht viel größer. Gehen wir mal ein bisschen woanders hin. Also es funktioniert. Und wie gesagt, letzten Endes geht es ja immer nur darum, das passende Set zu haben. Ja, natürlich ist es anstrengender, einen Fisch auf einem Set hier mit 2,5 Kilo rauszudrillen. Wie gesagt, daher meine Empfehlung eben, dass das Set aus dem Belaya-Video, da hat man eben eine Tragfähigkeit bzw. eine Bremskraft bis zu 6 Kilo. Und damit kriegt man auch Trophies gut gelandet in einer vernünftigen Zeit oder eben kampfstarke Rapfen. Dazu kommt ein Wurfgewicht von 3 Gramm. Man kann die kleinen Köder richtig schön weit rausballern. Man kann allerdings auch, und das ist... Oh, abgegangen. Man kann allerdings auch, und das ist wirklich der Vorteil daran, Köder werfen, die eben auch ein bisschen größer sind und die ich mit meiner Ultralight-Route zum Beispiel gar nicht werfen kann. Ich musste mir, damit ich größere Köder werfen kann, musste ich mir tatsächlich extra nochmal eine Route holen. Hier hatte ich mir nochmal eine Medium Light, beziehungsweise hier habe ich mir nochmal eine Medium Light geholt, weil ich nochmal oder speziell auch hier diese kleinen Hunter werfen wollte. Und zwar die Hunter Serie 3. Nehmen wir mal den jetzt hier. Zack. Und die kann man dann damit natürlich auch richtig gut rauswerfen. Ich komme, glaube ich, bis da ganz hinten hin fast. Ich drehe mal hoch hier.
hier so ein bisschen Stop-and-Go-mäßig. Und dann gucken wir aber nochmal eben rein. Also hier in das Wurfgewicht 4 Gramm bis 16 Gramm. Die wiegen 7 Gramm, also genau mittendrin hier im Wurfgewicht. Hier kann ich dann eben eine Rolle drauf machen bis zu einer 3000er Rolle. Das ist eben dem Medium geschuldet, weil es eben eine ML, eine Medium Light Route ist, können da eben 3000er Rollen drauf. Diesen Vorteil muss man einfach nutzen. Ja, und wie gesagt, von der Tragfähigkeit, theoretisch hier 12 Kilo drauf. Ich verwende jetzt gerade hier 9,6, was schon wirklich ein dickes Vorfach ist für ein Belaya. Also im Bereich 5, 6 Kilo ist man da, glaube ich, ganz gut mit bedient. Aber wie gesagt, das Wichtige hier einfach das Wurfgewicht. Hoppala, hänge ich da irgendwo fest? Ich hänge da irgendwo unterm Stein. Alles richtig gemacht. Gehen wir mal hier so ganz rüber. Ja, und da kommen wir weg. Und da ballert was rein. Alter. Alter, da ballert richtig was rein. Was haben wir denn da dran jetzt? Da hat aber einer Bock. Bremse können wir noch ein bisschen hochdrehen. Noch ein bisschen. Sehr schön. Und ich sag ja, Alter, schön auf dem entspannten Dreier-Blinker. Dreier-Hunter-Blinker. Die Dreier-Hunter-Serie. Mega gut. Auch durchaus hier am Yama und so mal testen, ne? Bäm, Alter. Schöner, dicker, fetter Döbel. Kann man machen. Also, ihr Lümmels. Randa. Ausprobieren die verschiedenen Spots. Petri zusammen. Ja, und ich würde sagen, jetzt an diesem kommenden Wochenende richtig schön Gas geben und auch mal die ganzen Exoten testen. Sowohl auf Stippe, auf Grund, als eben auch auf dem Spinning, Belaya, Spotsuche. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Ich freue mich drauf. Petri, wir sehen uns im nächsten Video, im Livestream oder auf dem Discord. Bis dahin.